Und damit nun herzlich willkommen, Freunde der sinnlosen Unterhaltung, zur ersten richtigen Runde Titanfall 2 in der Tech-Demo. Ich habe jetzt hier, ich hoffe mal, die Lautstärken vernünftig eingestellt, damit man mein engelsgleiches Stimmchen auch hören kann. Das hier ist nochmal ein kurzer Einspieler, der direkt beim Starten des Multiplayer-Modus erstmal vorab kommt, damit wir schon mal so ein bisschen was sehen. Und es sieht schon irgendwie geil aus. Ja. Each poses unique opportunities and challenges for both Pilot and Titan gameplay. Today, we're giving you a peek at one of the brand new modes in Titanfall 2, Bounty Hunt. Ich hoffe mal, die Tante quatscht jetzt nicht so laut, dass man mich nicht mehr verstehen konnte. Ich weiß es nicht. Between each wave, make sure and bank your bonus points to increase your team's score. At the end of each wave, the Remnant fleet will unleash a Bounty Titan. Once on the field, you must defeat the marked bounty to earn a massive bonus. If you need a break from Bounty Hunt, we've also included a classic 8v8 hold X to skip. Das nervt nämlich gerade so ein kleines bisschen. Wir wollen das lieber Learning by Doing machen. Entschuldigung, ich habe gerade so ganz leichten Schluck auf. Liegt daran, ich habe gerade gegessen. Gab lecker thailändisch. Was gab's bei euch? So, Join Network. Ich muss erstmal gucken, was hier so alles machbar ist. Ach du Scheiße, wie sieht er denn aus? Ist ja fürchterlich. Grapple, Fragginate. Maximum Operator. Kann ich den irgendwie? Ich hätte gerne einen anderen Skin. Okay, da oben kann man den Namen ändern. Kann ich irgendwie seinen Skin ändern? Ist ja fürchterlich. Ah ja, okay, das ist der Skin. Und der sieht ja auch scheiße aus. So, der ist nicht verfügbar und der ist nicht verfügbar. Ich meine, eigentlich ist es wurscht, wa? Create a holographic coffee with me action activated. With a sonar pulse detection. Oh, das hier klingt gut. Damit kann ich so ein Pulsmesser werfen. Also ein Messer zum Schneiden. Kartoffelschäler. Den ich. Damit ich Gegner durch einen Radarimpuls durch Wände sehen kann. So wie ich das gerade gelesen habe. Gut, wir gehen mal zurück. Hier brauchen wir jetzt nicht großartig was einstellen. Wir wollen spielen. Das ist wahrscheinlich ja das ganz normale Team Deathmatch. Bounty Hunt. Kill enemies to earn points. Earn more by banking bonus points at designated points. Okay. Wir fangen mal mit einem Klassiker an. Schönes Team Deathmatch. Happy Hour starts in 10 hours. Okay. Ja. Bla bla bla. Ihr habt es gesehen. Ich habe gerade so schnell nicht da. 3474 Matches laufen derzeit. Connecting to Match. Oh, ich freue mich. Es geht los. Ja. Endlich können wir unserer Bestimmung als professioneller Schrottarschtreter nachkommen. Oder so ähnlich. Na dann. Boah, scheiße, ich hab schon wieder. Ah, jetzt hätte ich mal doch noch was eingestellt. Das brauche ich. Oh ja, ein Glück.
Ich kann nicht spielen, wenn ich die Y-Achse nicht invertiert habe. Geht gar nicht. Ich muss mich hier erstmal wieder so ein bisschen einspielen. Also ich habe, seit ich vorhin das Video fertig gemacht habe für den ersten Part, also sprich das Training, habe ich das Spiel nicht mehr angehabt. Ich habe auch das Training nicht weitergemacht. Ich wollte abwarten, bis ich das Spiel spielen kann, weil da, das ist das, worauf ich Bock habe. Die ganze Zeit da im Training rumeiern ist jetzt nicht so spannend. Da vorne wird geschossen. Da wird gleich geschossen. Ich habe ihn nicht gesehen. Google My Skills. Na toll. Ach so. Respawn. So. Jetzt aber. Ist dieses Geknacke da im Hintergrund? Habt ihr das gehört? Ich würde mal vermuten, dass das irgendwie von dem Mikro eines anderen Spielers kommt. Kann ich jetzt aber gerade nicht checken, bin hier voll in der Action. Boah, also da muss ich mich echt erst ein bisschen angewöhnen. So, jetzt kann ich mal gucken. Kann ich hier irgendwas muten? Da ist muten. Okay. Und den hier unten muten wir auch. Ach so, mache ich das wieder aus. Alles klar. Voll konzentriert, Freunde. Ich verstecke mich hinter die Kiste. Ich bin ja generell eher so ein bisschen der defensive Spieler. Und versuche es dann eher aus der Stellung raus. Okay, ich schätze mal, wir sind da. Wir sind das blaue Team. Und es sieht doch gut aus. Wir führen. So, Match geht noch knapp 6,5 Minuten. Ich muss mich echt erst wieder einspielen. Ich habe so lange keinen Shooter auf der Konsole gespielt, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, wie das funktioniert. Ah, zu hoch. Zu niedrig. Was mir aber direkt auffällt, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie gerade Zufall ist oder ob das generell so ist, das habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht geguckt, inwieweit es da irgendwelche Infos gab. Es gibt kein Kanonenfutter, also sprich keine KI-Gegner. Das war ja beim ersten Teil so der Fall, dass man so ein bisschen Kanonenfutter vor die Flinte geworfen bekommen hat. In Form von einfachen KI-Bodentruppen. Und da habe ich jetzt hier noch gar keine gesehen. Also zumindest habe ich jetzt keinen bewusst wahrgenommen. Was einerseits ganz cool ist, so kann man sich voll und ganz wirklich auf. Oh, voll und ganz wirklich auch auf den richtigen Gegner konzentrieren. Und ist nicht abgelenkt durch irgendwelche Gruppen von Kanonenfutter. Alter. Ihr seht, das ist das erste Match. Also da ist das normal. Im ersten Match geht man immer unter. Wo will ich denn hin?
Irgendwer war doch gerade hier unten. Schmeiß jetzt einfach mal eine Bum-Bum rüber. Noch eine Bum-Bum. War das ein Gegner gerade oder war das einer von meinen, der da... Ich habe den im Augenwinkel eben gesehen. Konnte aber nicht so schnell erkennen, ob das ein Gegner oder ein Verbündeter ist. So, da hinten wird es wahrscheinlich gleich. Ah, scheiße. Mit dem Zielen bin ich auch noch ein bisschen mit Nachholbedarf. Okay, wir sind am Gewinnen. 90-43. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt mein Verdienst. Okay, die letzten beiden waren... Das war eine Panikreaktion gerade. Also das hatte jetzt nichts mit Skill zu tun. Absolut nichts. Das war eine reine Panikreaktion. Aber was ich bis hierhin sagen kann, es spielt sich fast haargenau so wie Titanfall 1. Und das finde ich gut, denn dadurch muss man sich nicht an ein komplett neues Spielkonzept gewöhnen oder ein komplett neues Movement und so weiter, sondern kann sich das einfach so vornehmen. Man findet direkt rein. Klar, so 2-3 Runden braucht man, um... ach stimmt, das müssen wir die ja vom Flüchten abhalten. 2-3 Runden braucht man, um so ein bisschen reinzukommen. Aber... so insgesamt. Achso, das Ding ist da oben. Ich war gerade etwas verwirrt. Aber insgesamt kann man als... ah, scheiße. Als Titanfall 1-Spieler schon mal sagen, machst du locker. Kommst du locker rein in so ein Spiel. Na, das wird wahrscheinlich nichts. Ne. Naja, aber wir haben trotzdem gewonnen. Gewonnen ist gewonnen. Sehr geil. 3, 5, 3. Okay, die drei Kills habe ich auch eben alle drei kurz vor Schluss nur gekriegt. Aber egal. Kommt, Leute, wir machen noch direkt eine Runde hinterher. Wir wollen ja auch ein bisschen was davon haben hier, ne? Merits. Was sind Merits? Sind das so Dingsstufen? Quasi so EP-Stufen oder so? Hm. Ist egal. Egal. So, können wir mal... Callsign, Banner, Inbox. Oh. Okay. Schauen wir mal direkt mal noch eine Runde Pilots raus. Pilots. Und danach gucken wir uns natürlich auch noch die anderen Modi an. Das Video wird dann heute aber wahrscheinlich nicht mehr kommen. Oh, Jungs. Oh, wie ich das ab kann, wenn die ihr scheiß Mikro anhaben und da mit Gott und der Welt oder weiß der Geier wem die ganze Zeit am Labern sind. Am schlimmsten ist ja immer noch von dem Hintergrund Kinder schreien oder Hunde bellen oder was auch immer. Boah, das hast du ja bei GTA 5 ganz extrem. Obwohl, da erlebt man auch noch ganz andere Sachen. Wenn ich daran denke, was ich da so schon für Geräusche gehört habe. Das ging los bei Topfschlagen über... ich sag mal, Dirty Talking. Oh, scheiße, das hat er mich so beim Nachladen mittendrin erwischt. Scheiß Dreck. Gut, er ist aber danach dann trotzdem noch gefallen. So, weiter geht's. Ach, ich muss auch noch ein bisschen mich mit der Karte anfreunden. Die habe ich jetzt im ersten Match nicht wirklich beachtet, muss ich gestehen.
was vielleicht gar nicht mal so verkehrt wäre. Oh, das gibt's nicht. Verdammt. Vielleicht sollte ich auch mal, warte mal, ich kann ja glaube ich auch. Ach so, das ist die Dingswaffe, also die starke Waffe, die man dann in der Regel für die Titans oder für die Schiffe am Ende benutzt, für die Evakuierungsschiffe. So ein bisschen angeschlichen kriege. Alter! Okay, einer ist über uns. Also zumindest sehr dicht dran an mir. Oh, die waren zu zweit. Verdammt! Ah. Ja, den habe ich. Sehr schön. Aus der Luft geholt habe ich ihn. Ach so, stimmt. Ich habe noch dieses blöde Messer mit diesem Impuls. Habe ich ganz vergessen. Scheiße, das habe ich verrissen. Mist. Das A und O ist jetzt hier natürlich die Maps kennen. Wenn man die Maps kennt und die Stellen, an denen es kritisch werden könnte, dann bist du hier sowieso wie bei jedem Shooter der absolute King. Kann ich hier irgendwo hoch? Nee. Aber runter. Hier unten ist aber nichts. Toll, ich dachte, hier unten ist ein Durchgang oder so. Ah, fuck. Oh, hab aber doch noch einen erwischt mit der Granate. Ja, also Freunde, was ich bis hierhin sagen kann, nach der zweiten Runde, es macht Laune, es macht richtig Laune. Unterscheidet sich auf jeden Fall von einem Call of Duty. Ist zwar vom Movement her relativ... Achso, ist meiner. Ähnlich, aber... Ja gut, ne, das sind halt auch nur grundlegende Shooter-Mechaniken. Und... da brauchst du nicht erwarten, dass hier irgendwelche großen Experimente gemacht werden. Sondern da kriegt man Scheiße, Standardpost.
was in Ordnung ist. Letztendlich ist das Setting entscheidend. Und das finde ich richtig geil. Da bin ich echt gespannt, was da so an weiteren Maps dann später noch kommt. Scheiße! Scheiße! Also ich kann mir hier richtig, richtig gute Maps vorstellen. Also so von einer, so eine Future Maps. Da hätte ich so ein paar richtig geile Ideen. Ah, ihr seht, ich bin sowieso nicht so der Super-Shooter-Spieler. Aber das ist halt auch alles eine Übungssache hier, nicht? Ich glaube, der ist über mir gewesen, ne? Hab dich. Ah, scheiße, diesmal liegen wir hinten. Ah, fuck. Ich bin hier voll konzentriert, Freunde. Ich meine, das Ding haben wir wahrscheinlich sowieso schon verloren. Aber wenn wir schon verlieren, dann erhobenen Hauptes. Schmeiß das Ding mal in die Ecke. Scheiße. Soll ich nicht gesehen, dass da Dings waren. Bäume. Five kills. So. Activate. Was habe ich denn jetzt aktiviert? Ach, aufgeladene Waffe. Oder was? Entschuldigung, Freunde. Es juckt gerade im Hals. Oder kratzt gerade ein wenig im Hals, scheiße. Oh. Okay, jetzt müssen wir flüchten. Oh, hier. Ah! Scheiße. Ich muss mal ganz kurz das Mikro ausschalten. Es knackt jetzt gerade mal ganz kurz. So, da bin ich wieder. Ah, scheiß Erkältung, ey. Fürchterlich. Oh, meine Fresse. Ja, erste Runde gewonnen, zweite Runde verloren. Kann man mit leben. So, ich werde jetzt sowieso, kann ich hier irgendwie direkt rausgehen irgendwo? Denn ich will mir natürlich jetzt auch die anderen Spielmodi angucken und außerdem muss ich jetzt irgendwas machen, damit mein Hals endlich wieder. Wie komme ich denn hier jetzt raus? Hä? So, das ist jetzt mein Level-Up-Gedöns. Level 2. Sehr cool. Close. Back. Yes, leave matchmaking. Okay, Freunde, ich mache die Verabschiedung ganz kurz. Ihr hört es, meine Stimme, die versagt gerade so ein bisschen. Ich danke fürs Reinschauen. Ich wünsche euch erstmal einen traumhaften Tag. Ich mache jetzt was für meine Stimme, spiele dann auch weiter. Wir sehen uns hoffentlich demnächst wieder. Bis dann, ich verabscheue mich.